Kammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. So, wir werden Wiederholungstäter und ich bin so aufgeregt, weil wir machen nämlich jetzt eine Überraschungstour. Und zwar gibt es, hier hinten liegt schon mein Krönchen. Es gibt ein Geburtstagskind, der wird oder ist am Mittwoch 80 Jahre alt geworden und der hat einen ganz großen Traum, nämlich eigentlich mal mit einem Wohnmobil zu fahren. Und dann hatten wir uns überlegt, man könnte ja mal eine kleine Tour machen, aber im Moment kann man ja weder eine Tour machen, noch kann man sich ein Wohnmobil leihen. Also überlegt und dann haben wir uns erinnert, wir waren ja vor 2 Wochen bei Kai und das war so romantisch und so schön und jetzt überraschen wir ihn mit einem Wohnmobil-Dinner und das wird natürlich die Mega-Überraschung und damit wir auch keine Gefahr haben, uns anzustecken, haben wir noch vorher einen Corona-Schnelltest gemacht, also wir sind total safe und können also ausgelassen eine kleine Überraschungstour mit Wohnmobil-Dinner machen. Ich habe hier schon sowas gebastelt. Willis Traumtour. Und ich nehme euch mit. So, die Aufregung steigt. Wir sind gleich da. Es ist ein Gefühl für mich wie Weihnachten und Ostern. Und ich freue mich so sehr. Ich liebe es, andere Menschen zu überraschen. Und ich bin gespannt, wie der gleich reagiert. Hoffentlich freut er sich überhaupt. Hier ist das Willi Traumtour-Komitee. Und er kommt jetzt und er weiß gar nicht, dass wir hier stehen. Und dann geht's dann gleich. Erstmal sagen wir ihm, wir machen eine Wohnmobiltour. Wir fahren ein bisschen rum. Wir fahren ein bisschen rum. Der wollte nämlich immer schon mal mit dem Wohnmobil rumfahren. Vielleicht will er ja auch selber fahren. Und ein bisschen durchs Bergische Land. Wir fahren ein bisschen durchs Bergische Land und das ist dein Geschenk. Mal gucken, ob er das glaubt. Und mal gucken, wie es weitergeht. So. Wenn das Glück deinen Namen nennt, dein Herz macht einen Purzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Komm, lebe deinen Traum. Wenn das Glück deinen Namen nennt, dein Herz macht einen Purzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Lebe deinen Traum. So, auf geht's. Willis, bist du fest? Das ist jetzt das erste Mal Wohnmobil? Ich habe solche Fahrzeuge, das waren also LKWs, ja. Ja, ja, aber du... Genau. Aber erstmal ein Wohnmobil, ja. Gut. Wir haben alle unsere Träume und manche gehen auch in Erfüllung. Und ein kleines bisschen wollten wir dazu beitragen, dass zumindest der Traum von Willi, einmal mit dem Wohnmobil eine schöne Tour zu machen oder mit dem Wohnwagen, ein klein bisschen in diesen besonderen Corona-Zeiten erfüllt wird. Die Idee kam uns, als wir bei einem Wohnmobil-Dinner in Langenfeld waren und gesehen haben, wie jemand eine Geburtstagsfeier dort organisiert hat. Also schnell einen Test gemacht und dann ging es los. Dann gehen wir jetzt los. So ein bisschen geht die Handbremse. Die ist auf der anderen Seite, die ist aber schon los. Anhalten. So, Willi, heute ist Premiere für dich. Ja. Und zwar wirst du heute in einem Wohnmobil essen. Willis Wohnmobil-Dinner. Du hast schon ganz viele andere Fahrzeuge. Was? Und alle haben jetzt hier ein Wohnmobil-Dinner. Alle, die hier stehen. Guck mal, da kommt auch schon was zu trinken. Nee. Das ist schon die Damen, ja, dann Prost. Ja, vielen Dank. Ja. Auf meine jugendlichen Art. Jugendlichen Art. So, Willis Wohnmobil-Dinner. Willi, das ist bestimmt ein Zeichen. Da kommt noch bestimmt noch ein Wohnmobil auf dich zu. Ja, ich glaube auch. Ja? Vielleicht werde ich jetzt im Lotto gewinnen. Genau. Ja, aber man kann sich ja auch mal eins mieten. Und wenn es nur eine Woche ist. Aber ja, was man hat, das hat man. Eben. Ja? So sehe ich das auch. So, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Wohnmobil. Ja? Ja, genau.
Doch man hat gespürt, Willi war nicht nur von der Tour und dem Wohnmobil, den er begeistert, sondern irgendwie hat ihn dieses Fieber, diese besondere DNA gepackt, die wir alle haben. Und er hat sich von Jörg alles erklären lassen. Und ja, Fortsetzung folgt. Ich kann den Silberstreif schon sehen. Und was dann folgte, das seht ihr jetzt. Die Sonne scheint und wir haben auch Reisesehnsucht. Aber anscheinend mit ansteckender Wirkung. Weil wir waren noch vor einer Woche oder zwei Wochen mit meiner Mutter und einem guten Freund, der da 80 wurde, zum Wohnmobildinner. Und er war so begeistert, dass er jetzt mit 80 Jahren das erste Mal zu einem Händler fährt, um sich eventuell einen Wohnwagen oder Wohnmobil zu leihen. Und da helfen wir ihm natürlich und begleiten ihn. Finden das total super, ne? Das ist doch super, oder? Super. Vielleicht können wir dann so eine, wie heißt das? Generation Tour. Nee, wie heißt das, wenn die sich mischen? Mixed Generation Tour machen. Und ich würde mich so riesig freuen. Ich liebe das ja, Menschen zu begeistern für ihren Weg. Und ich nehme euch mit. Oh, ist das schön. Komm, wir fahren jetzt, hauen jetzt einfach ab hier. Wie heißt das Lied nochmal? Auf und davon. Auf und davon. Wir können nicht länger bleiben. Auf und davon. Wenn wir mit dem Herz entscheiden, wir freuen uns schon auf alles, was kommt. Auf und davon. Habt ihr euch schon was angeguckt? Ja, wir haben uns was angeguckt, das da vorne, der war auch sehr schön. Vor allem, was mir gut gefallen hat, waren die Betten. Das ist immer wichtig, man kann gut einsteigen, aussteigen. Nee, das hat uns schon sehr gefallen. Gucken wir uns das mal an. So. Ja, also, was sagst du denn hier zu dem Modell? Also ich bin begeistert. Die Herausforderung war aber nicht, welches Modell, denn da gab es das ein oder andere, was gefallen hat, aber die Lieferzeit in Corona-Zeiten sind teilweise so lang und Willi wollte natürlich keine Zeit verlieren. Denn mit 80 Jahren, wenn man sich so einen Traum erfüllt, dann will man den natürlich auch schnell realisieren. Also haben wir weitergesucht. Machen wir jetzt eine Liebeprobe. Das ist das Werbe. Also das ist das, was ein bisschen so... Du kannst dann mit den Schuhen, du hast. Nee, du musst andersrum. Wie denn? Ja, weil da doch die breitere. Also du hast gleich auch Sport dabei. So, jetzt rutsch mal da hinten. Bei der Auswahl des richtigen Fahrzeugs gibt es so viele Parameter, die man berücksichtigen soll und muss und kann. Aber häufig ist es dann doch ein Bauchgefühl, ein Impuls. Oder nennen wir es einfach Liebe auf den ersten Blick. So, jetzt sind wir hier, Willi, der Wahnsinnsmoment, ne? Der Wahnsinnsmoment. Das müssen wir jetzt festhalten, mit 80 Jahren nochmal seinen Traum zu erfüllen. Ja, und genau. Mit so einer tollen Beratung hier, ne? So, geht's. Nicht suchen, finden. Nach dieser Devise gab es dann am Schluss ein Happy End. Und ja, wir haben einen Wohnwagen gekauft. Hätten wir gar nicht dran geglaubt heute. Unter dem Mast. Achso, so geht's besser. Nee, Entschuldigung, ne? Aber das war jetzt eine Überraschung. Ja, das genau. Stimmt, ja. Aber es sind da alles. Hier schriftlich. Alles schriftlich. Wahnsinn. Man soll seinem Traum immer folgen. Ganz genau. Die haben den Vertrag unterschrieben. Raumtourer waren im Einsatz. Das hat es ja gelohnt. Ja. Oh Mann, ich bin fix und fertig. Das war so ein aufregender Nachmittag. Und die haben es gemacht, ne? Die haben echt jetzt einen Wohnwagen gekauft. Also, das zum Thema. Rechts abbiegen. Das zum Thema erfülle deinen Traum, hier Traumtour, ne? Also, die haben das jetzt echt gemacht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir noch ein Plätzchen für die kriegen. Aber ich finde das so tolle, ich kann schon kaum noch sprechen. Ich finde das so toll, dass man noch mit 80 da noch seinem Traum einfach sagt, so, ich mach das jetzt. Wie die Geschichte mit Willi und Karin weitergeht, das erzählen wir euch beim nächsten Mal.